Also Tonprobleme haben wir schon gehabt, gell? Also meine lieben Brüder und Schwestern, verzeiht mir, aber jetzt muss ich mich erst einmal ein bisschen sammeln und schauen, welches Manuskript das Richtige jetzt ist. Das Manuskript war das, als Schulz Parteivorsitzender war und Gabriel Außenminister. Das war es gewesen, als Schulz Außenminister und Gabriel ausrangierter Minister war. Und das letzte war es gewesen, als Schulz der Mann mit Haaren im Gesicht war und Gabriel ja eigentlich nichts mehr. Die SPD macht es einem derzeit wahrlich nicht leicht, auf dem Laufenden zu bleiben. Das Schlimmste, was dir in der SPD derzeit passieren kann, ist als Hoffnungsträger bezeichnet zu werden. Das hat die Frau Nahles jetzt auch gemerkt. Aber jedes Jahr seid ihr, liebe Roten aus Haar, so nett oder leichtsinnig, mich wieder einzuladen. Und dieses Jahr habe ich zugesagt. Und verzeiht es mir schon zu Beginn, es geht in dieser Rede sehr viel um Sprache. Und wenn man eine Rede hält, dann spricht man ja miteinander. Nicht wahr, Herr König? Auch das Wort Zusage spricht eine deutliche Sprache. Etwas jemandem zusagen. Zu jemandem etwas sagen. Das heißt miteinander reden, sprechen. Ne? Es ist ja nicht immer nur mit E-Mails getan. Aber ich habe schon gehört, es gibt immer mehr Parallelen zwischen der Haarer SPD und den Geschehnissen in der amerikanischen Politik. So hat der Haarer Ortsverein quasi jetzt auch schon seinen eigenen E-Mail-Skandal. Na, aber im Ernst, Herr König, es ist ja nicht das Problem, dass Sie gerne E-Mails schreiben, wenn Sie nur mindestens genauso gern mit den Leuten persönlich reden würden. Aber zu den Gemeinsamkeiten zwischen H und der USA kommen wir nachher sicher noch öfters. Haben Sie jetzt schon Angst gehabt, ich vergleiche Sie mit dem Herrn Trump, Herr König? Nein, so schlimm wird es nicht, keine Angst. Ich halte es mit dieser Rede, so wie mit dem Wetterbericht für heute, überwiegend freundlich. Aber nachdem ich ja letztes Jahr nicht hier war und jetzt auch gerade so viele Leute wieder in die SPD neu eintreten, möchte ich mich zunächst einmal vorstellen. Ich bin der kleine gelbe Punkt. Doch auch dazu später mehr. Erst einmal Prost, Gemeinde. So, und bevor wir uns mit dem allgemeinen Weltgeschehen beschäftigen, gleich mal eine Ansage an die örtlichen Würdenträger. Diesmal kommt ihr mir nicht so einfach davon. Nur, dass ihr euch gleich einmal darauf einstellen könnt. Gell? Gut, der Sackerl rechnet eh jedes Jahr damit, aber diesmal trifft es auch andere. Gell, Herr Dr. Zill? Warten Sie ab. Doch zurück zum Weltgeschehen. Das lieferte ja wirklich ein paar große Überraschungen. Oder zumindest empfinden wir manches inzwischen als überraschend, wenn man es sich jedoch in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang rückt, ist so manches zunächst Verstörendes eher die Regel. Er ist weiß, er ist alt, er hat konservative Ansichten, er ist auf den eigenen Vorteil bedacht, er zündet mit dem Feuer, er spielt Golf. Frauen haben in seiner Familie wenig zu sagen. Er ist ein Showman, hat Komplexe. Wenn man sich die Reihe amerikanischer Präsidenten so vor Augen führt, ist Trump wahrlich keine Ausnahme. So gesehen war eher Obama der Ausrutscher. Na gut, ein bisschen Geschichte wird schon auf den Kopf gestellt werden, denn wer hätte gedacht, dass sich folgende Worte mal an den amerikanischen Präsidenten richten werden? Mr. President, tear down this wall. Aber künftige Generationen junger Männer werden dem Präsidenten dankbar sein. Man kann nun die Länge der Krawatte in Zukunft kategorisieren.
Too short, perfect, Trump. Aber man muss der amerikanischen Regierung insgesamt dankbar sein. Also rein sprachlich gesehen gab es noch nie so viele Fortschritte. Alternative Fakten hieß früher Propaganda. Fake News hieß früher freie Presse. Ja, und übrigens tatsächlich so lange frei, bis es eben strafrechtlich relevant wird. Aber auch bei uns im Land ist manches nicht besser. Eine Alternative für Deutschland scheint es wieder zu sein, aus der Geschichte nichts zu lernen. Da dürfen Politiker sagen, dass man bisher nur das Falsche aus der deutschen Geschichte gelernt habe, die Erfolge der deutschen Wehrmacht auch mal gefeiert werden sollen. Und ein anderer der gleichen Partei möchte gar die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung in Anatolien entsorgen. Gegen solche Alternativen hilft nur eins: Aufstehen, feiern und auf die Straße gehen. Ja, liebe Roten, es darf wieder gekämpft werden. Vielleicht holt ihr euch bei eurem Großvater Che Dvořák nochmal Tipps rund um den Straßenkampf. Weniger Schafkopfturnier und Ostereier suchen, mehr Demos gegen die AfD. Und wenn ihr nicht so weit gehen wollt, dann sagt's wenigstens den Stand am Faschingsdienstag wegen ein paar Schneeflocken nicht ab, so wie im letzten Jahr. Das ist nämlich kommunalpolitischer Straßenkampf, da muss man halt mal frieren können. Prost. Wie nennt man das eigentlich, wenn politische Reptilien miteinander ringen? Kroko. Ich weiß, der dauert ein bisschen, man kann das K gar nicht so richtig aussprechen. Aber nun noch mal ganz in Ruhe und im Einzelnen zum Genießen. Regierungsbildung in Deutschland. Die Kanzlerin wird gestellt von der Partei, die am meisten Verluste erlitten hat. Konsequenterweise mitregieren wird die Partei, die am zweitmeisten bei den Wählern verloren hat. Die Parteien, die in der Wählergunst stabil sind, spielen keine Rolle. Und die beiden Parteien, die am meisten gewonnen haben, übernehmen keine Verantwortung oder regieren traditionell erst mit, wenn der Reichstag gebrannt hat. Im Sport wäre es also so, als ob die letzten beiden in der Tabelle aufsteigen oder Champions League spielen. Das Mittelfeld steigt ab und die, die von sich sagen, dass sie in dem Sport eigentlich gar nicht mitspielen wollen, bekommen die meisten Interviewanfragen. Euch aber, naja, fast allen Herzen, euch aber hier im Saal Respekt, ihr haltet treu zur SPD, der selbstdemodage Partei Deutschlands. Ja, es ist schon richtig, Verantwortung für das Land muss man übernehmen. Aber im Hinblick auf den eigenen Erfolg seid ihr gefühlt wie 1860 und wundert euch alle paar Jahre damit, dass ihr nicht der FC Bayern seid. Im Bund hattet ihr einen Kandidaten, der fast so etwas wie Wechselstimmung geschafft hat, was zu wechselnden Stimmungen bei den Parteigenossen geführt hat. Was ihr dann aber dem Wähler zumutet, ist schon sensationell. Was will der Wähler denn wissen? Die haben einen, der es kann. Die haben einen, den sie wollen. Die haben einen, der will. Und schon gibt's eigentlich einen, den der Wähler will. Die SPD aber ist so erschrocken, als sie jemanden hatten, der gewollt wurde, dass man ganz schnell klarstellte, naja, alles will der nicht und wenn, dann will er nur Kanzler, sonst nichts. Und er kann auch nichts anderes als Kanzler. Und außer Kanzler wollen wir ihn auch nicht. Und dann wundert's euch, dass ihn auf einmal keiner mehr will. Aber dann keimt der Hoffnung auf. Wir haben verstanden, wir sind nicht gewählt. Wir sollen momentan nicht, wir können momentan nicht. Wir gehen in die Opposition. Dann aber die Kehrtwende und im Rahmen einer Selbstdemontage konsequent zu Ende gedacht, bevor noch was Neues entsteht, lieber gleich alles wieder einreißen. Wenn man es konsequent zu Ende denkt,
Schulz hätte Vizekanzler werden sollen, um dann vor einem Untersuchungsausschuss zuzugeben, dass die SPD daran schuld war, dass die FDP nicht wollte, und klarstellen, dass die Kanzlerin keine Schuld trägt, dass die ursprüngliche Regierungsbildung gescheitert war. Und es mutet schon ein bisschen seltsam an, wenn der Wählerwille eigentlich klar ist, auch wenn es ein komplizierter ist, dass dann nur Mitglieder einer Partei darüber entscheiden, ob der Wählerwille befolgt wird oder nicht. Ob das in Zukunft mehr Wähler an die Urne lockt, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube ja fast, die SPD will im Bund gar keinen Erfolg mehr haben. Ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz, hattet ihr mal wieder gute Presse. In den Verhandlungen mit den schwarzen Themen durchgesetzt. Mehr als gedacht sogar Ministerien besetzt. Und dann ganz schnell alles wieder in den Sand gesetzt. Vor lauter, erst wollte ich nicht. Und jetzt will ich doch. Und hast du aber erst nicht gesagt. Und ich verzichte nicht nochmal für dich. Habt ihr es wieder mal geschafft, dass Mutti Merkel souverän mit ihren Kinderchen dasteht als beste Mama von Welt und jetzt sogar noch Nachwuchsarbeit ankündigt? Während sich bei eurem Kindergarten die ganze Welt fragt, ob es genug Ritalin gibt für diese ADHS-Dichte. Und sich dann noch wundern, wenn immer weniger Leute zur Wahl gehen. Aber keine Sorge, Politikverdrossenheit wird ihr jetzt bekämpft. Und das aus vorderster bayerischer Front. Ein genialer Schachzug vom Prinzregenten, von Herrn Söder. Der Söder hat einfach aus eigener Erfahrung gewusst, dass die eigene Partei nicht damit umgehen kann, wenn keiner weiß, wie lange der Alte da vorne noch macht. Also hat er sich gedacht, das stellen wir mal von Anfang an klar und schon habe ich 10 Jahre mal rum. Ob seine Kostümierung als Prinzregent neulich als Ansage zu verstehen ist und wenn, für wen sich diese eignet, lasse ich mal dahingestellt. Schließlich ist der Prinzregent damals nur an die Macht gelangt, da die eigentliche Nachfolge wegen Geisteskrankheit ausfiel. Aber ich muss aufpassen. Ein Mönch soll sich stetig in Gehorsam, Schweigsamkeit und Demut üben. So viel zu den Regeln des Alltags. Einmal im Jahr darf ich ja hier ausnahmsweise reden. Aber was für Aufgaben hat denn ein Mönch sonst noch gehabt, geschichtlich? Die Mönche in Reichsabteien hatten besondere Aufgaben. Sie mussten Geleitschutz leisten, sich um die Armen kümmern und Wälder roden. Herr Wiedemann, darf er jetzt noch bleiben? Weil wenn der Wiedemann das Wort Rodung hört, ist er normalerweise recht gefährlich. Schaut, deswegen komme ich ja so gerne nach Haar. Weil hier wird noch um die historische Sprachbedeutung gerungen. Und hier insbesondere in den letzten Wochen in aller Munde das schöne Wort Rodungsinsel. Lasst uns doch einmal genauer hinschauen, was so eine Rodungsinsel ist. Die offizielle Definition. Kleinere Rodungsflächen werden häufiger auch als Rodungsinseln, isoliert gelegene waldfreie Flächen oder Rodungsgassen, Rodungen zum Beispiel entlang von Flüssen oder anderen Leitlinien bezeichnet. Die Rodungsinseln stehen häufig am Anfang einer flächenhaften Kultivierung. Herr Wiedemann, insofern handelt der Korneder jetzt konsequent, wenn er bei Käferloh baut. Und Herr Wiedemann, wenn man in Bayern auf das schützenswerte Ensemble aus Wirtshaus, Biergarten und Kirche verweist, dann können es gleich einen generellen Baustopp aussuchen. Gut, direkt an der Grasbrunner Gemeindegrenze, das Jagdfeld hat jetzt auch wenig mit Jagd und noch weniger mit Feld zu tun. Das kann man jetzt die Grasbrunner nicht abschlagen. Na, aber ich verstehe schon, dass das die Haare nicht passt. Jetzt müsst ihr halt noch Obacht geben, dass der Grasbrunner nicht nur eine Autobahnkirche baut,
sonst lehnen euch die irgendwann einmal die Bebauung der Finkwiese mit dem Argument des Ensembleschutzes Raststätte Vaterstetten A99 und Autobahnkirche ab. Nun aber zu Ihnen, Herr Dr. Zill. Da haben Sie jetzt irgendwann doch einmal wieder den Wadelbeißer ausgepackt. Gell? Sie können doch nicht den armen Herrn Korneder, nur weil er baut, wo er will, und offiziell auch darf, als Verbrecher bezeichnen. Manchmal sind halt Gesetze Verbrechen. Ja, und da bin ich wieder bei Ihnen. Weil das, was im Münchner Osten teilweise passiert, kommt schon einem Heimatverschandlungsprogramm gleich. Irgendwann muss es für Kommunalpolitiker im Münchner Osten einen Kurs gegeben haben zu dem Thema, wie baue ich Gewerbegebiete kreislig und mitten in die Landschaft. Und die Ausbaustufe 1 des Kurses war dann, wie baue ich Kreisel, ohne dass er Abfahrt weggeht. Und den fortgeschrittenen Kurs hat bis jetzt nur Aschheim bestanden. Weil da kommt das Kapitel dazu, Autobahnabfahrten wie beim Gouda. Alt, mittelalt und neu. Aber glaubt's mir, den Menschen da draußen stört das. Und glaubt's mir, beim normal denkenden Menschen ist das Wort Heimat inzwischen wieder ein Begriff, der positiv besetzt ist. Dann traut's euch, das Wort auch in den Mund zu nehmen. Auch als SPD, bayerische Heimat schützen, das darf man sagen. Überlasst doch das Feld nicht den Schwarzen, die übrigens diese Heimatverschandlungsgesetze im Land erst machen. Aber noch einmal zurück zu H. Was hier an architektonischen Grundsatzfragen diskutiert wird, das fällt anderen schon gar nicht ein. War es früher noch die städtebauliche Dominante, ist es jetzt das Schlagwort des Ensembleschutzes. Nein, dieses Wort ist nicht im Zusammenhang mit dem Rappenweg gefallen, auch nicht im Zusammenhang mit dem Jagdfeld, sodass nur noch Hochhäuser gebaut werden dürften, sondern viel wichtiger und viel prominenter auf dem Haarer Waldfriedhof. Also eigentlich daneben. Da liegt das architektonische Epizentrum von H. Ja, Klinker ist das Stichwort. Weiß oder Klinker? Wie darf man da jetzt bauen, Frau Müller? Weil Sie haben es echt nicht leicht. Jetzt bauen Sie extra schon am Friedhof, weil Sie sich denken, dass die, die da liegen, wenigstens keine Unterschrift mehr sammeln können. Dann stimmt die zweite Bürgermeisterin gegen die erste. Der Klinkergate. Es ist schon spannend, der Klinker taucht in H immer da auf, wo man meinen könnte, es interessiert keinen. Friedhof und Forensik. Vielleicht, Frau Müller, können Sie ja in Ihrer Fraktion ein bisschen Ruhe reinbringen, indem Sie ein Klinker-Ausgleichskonto einführen. Ne? Forensik haben wir es, Friedhofs wollen wir es nicht. Vielleicht machen Sie es so. Aber noch einmal zurück zum Thema Unterschriften. Nachdem Sie, Frau Müller, es ja ohnehin wirklich schwer genug haben, wollte ich, dass Sie sich wohlfühlen, heute Abend. Ne? Und da der Mensch sich halt vor allem im gewohnten Umfeld wohlfühlt, habe ich ein paar Listen mitgebracht, die Leute hier unterschreiben können. Bringen Sie es einfach rum. Freibiersche Bruder Jobst. Vielleicht nehmen Sie die Listen einfach bei der nächsten schwierigen Entscheidung mit, weil was soll die Haarer CSU noch machen, wenn sie selber schon Unterschriften gesammelt haben? Sie hätten eigentlich Versicherungsvertreter werden sollen, so viele Unterschriften, wie Sie zusammenkriegen. Aber nun mal im Ernst, sogar gegen die Erweiterung der Jagdfeldschule wurden Unterschriften gesammelt und natürlich von denen, und der wird es nicht drauf kommen, die es am meisten angeht. Schüler? Nein. Eltern? Nein. Ich spaß mal, wer es war.
Aber deswegen gleich vom Untergang der Demokratie zu sprechen, Frau Müller, ist vielleicht schon starker Tobak. Früher war es dem Volk übrigens auch wurscht, wen sie gewählt haben, weil einer hatte immer recht, der Stammtisch. Nun, den Stammtisch an sich gibt's halt heute so nimmer. Der heißt jetzt soziales Netzwerk. Und so wie man früher am Stammtisch Wahlen gewinnen konnte oder wenigstens Wähler gewinnen konnte, muss man halt jetzt dort punkten. Bürgerbeteiligung vielleicht einmal online, Frau Müller. Es sind nicht immer die schönsten Orte, wo man den Wähler findet, aber man muss ihn trotzdem dort suchen. Also, liebe Haare Bürgermeisterin, rein ins Netz und auf die Straße. Aber bitte bleiben Sie mal vom Bahnhöfen fern. Weil ehrlich gesagt bin ich schon immer etwas nervös, wenn ich im Radio was von einem Bahnhofsschubser höre. Wie geht's denn eigentlich hier im schwarzen Schatten? Also Müller und Weidenbusch entwickeln sich ja zum Strauß und Wehner vor Haar. Wollt ihr zwei jetzt nicht einmal auf Mediation gehen? Hä? So einen Zweierstuhlkreis bilden? Oder gemeinsames Blumenpflücken am Waldrand? Oder irgendwas muss euch doch einfallen. Jetzt, wo sich sogar Süd- und Nordkorea annähern. Also. Und wenn wir gerade beim Thema Frieden schließen sind, Herr Ganzer, wo sind Sie denn da hinten? Ja? Sie haben ja jetzt Ihr politisches Erbe geregelt. Sie hatten sich ja für die Genossin Lenz Aktasch als Ihre Nachfolgerin ausgesprochen. Ist nicht wurm, gell? Naja, also quasi nicht so klaffer, wie Sie es wollten. Aber mei, das mit der Nachwuchsarbeit ist halt so wie mit allem anderen im Leben. Wenn man es nie übt, klappt es halt dann auch nicht auf Anhieb. Aber nein, Sie können sich wahrlich nicht beschweren. Sowohl die Frau Kohnen als auch die Frau Ganzmüller-Maluche sind sehr, sehr professionell unterwegs. So meinten Sie, Frau Ganzmüller-Maluche, nach dem schlechten Ergebnis der SPD im Bund: Wir haben keinen Grund, gebückt durchs Land zu gehen. In Ismaning, in Haar, unter Schleißheim, Grasbrunn und, überall würden schließlich SPD-Bürgermeister regieren. Wir führen die Politik vor Ort. Das ist jetzt ein bisschen so, als ob der Bub vom Zeugnistag heimkommt, ist durchgefallen und tröstet die Eltern damit, dass der Nachbarsbub aber geschafft hat. Ich weiß, es ist in Bayern schwer, einen SPDler mit rationalen Argumenten zu trösten. Gut, einen Trost für den SPD-Nachwuchs in Bayern gibt's, ihr habt's dem Bronold weiter. Um den war es in letzter Zeit so leise, dass man schon meinen könnte, er hat sich eingegraben. Und wenn man ihn dann mal voller Sorge im Netz sucht, unserem bayerischen Spitzenpolitiker in Berlin, kannst sagen, ja, das mit dem Eingraben stimmt. Florian Bronold kämpft für die Erdverkabelung in Wurmanskwick. Da sagt noch einer, die SPD ist nicht erdverbunden und besetzt die wichtigsten Themen. Aber nochmal zurück zu Ihnen, Frau Ganzmüller-Maluche. Das mit der anderen Priorisierung durch den Herrn Ganzer in der Nachfolgefrage und dem Einleitungssatz auf Ihrer Homepage, da besteht jetzt überhaupt kein Zusammenhang, oder? Kennen Sie Ihren Einleitungssatz auf Ihrer Homepage? Nach über 40 Jahren heißt der Kandidat der SPD im Landkreis München-Nord nicht mehr Peter Paul Ganzer. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber das kannst fast nicht lesen ohne dieses ne, ohne dieses endlich. Ja, ich weiß, das war nicht so gemeint und schließlich sprechen Sie ja im zweiten Satz auch von Ehre, Verantwortung und großen Fußstapfen. Aber auch da wieder, die SPD mutet dem Wähler schon viel zu. Gell? Jetzt waren die Bürger im Landkreis München und im Wahlkreis München-Nord halt den Ehrenkommissar, den Porsche-Fahrer, den Fallschirmspringer gewöhnt. Und was machen Sie als erstes? Veranstaltungen zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in Bayern. Das nenne ich mal Mut zu neuen Zielgruppen. Und apropos neue Zielgruppen, liebe Haarer CSU, ist jemand da? Nee, gell? Die haben sich auch bloß immer im Wahlkampf mit reingesetzt. Schade.
Und eines gleich vorweg, ich war bisher immer sehr nett zu euch. Aber diesmal muss ich selbst als Mönch bei den Schwarzen fast rot sehen. Eins nach dem anderen. Die haben den Haarer CSU, die haben den Haarer Haushalt abgelehnt mit der Begründung, er sei, es geht viel um Sprache, ich habe es gesagt, er sei konsumtiv. Was heißt denn konsumtiv in diesem Zusammenhang? Unter konsumtiven Ausgaben versteht man im Kontext öffentlicher Haushalte all diejenigen Ausgaben, die einen Nutzen im laufenden Haushalts- oder Rechnungsjahr stiften. Ja, pfui. Aus dem Grund kann man schon mal einen Haushalt ablehnen. Außerdem hat die Haarer CSU noch gestört, dass es noch nicht konkrete Summen im Haarer Haushalt für den Erwerb eines Schulgrundstücks in Gronsdorf gab. Also Frau Müller, dass da was gekauft werden soll, ist sicher. Gut. Nur weiß noch keiner für wie viel. So gar nicht der, der verkauft will. Gut. Ich frage mich, ob die CSU beim Schafkopfer auch den anderen in die eigenen Karten schauen lässt, nur damit man höchst hoch verliert. Ich weiß es nicht. Da waren die Schwarzen früher geschickter. Und ein weiteres Argument, warum der Haarer Haushalt von der Haarer CSU abgelehnt wurde, war die Zeitung der Haarer Gemeinde. Mir ist schon klar, dass das Blatt den Schwarzen nicht gefällt. Jetzt, wo sie alles dafür getan haben, dass man ihre eigene Zeitung nicht einmal mehr als CSU-Zeitung erkennt. An die Zeiten, in denen sich Mönche selbst geißelten, sind ja Gott sei Dank, da bin ich froh, seit langem schon vorbei. Aber in der Vorbereitung auf diese Predigt hier, das Blatt der Haarer CSU lesen zu müssen, kam einer Castigatio, also einer Selbstzüchtigung, schon sehr nahe. Woher kommt diese Aggression, die einem da aus fast allen Artikeln anspringt? Es ist doch schon lang kein neunmal kluger Jobst mehr in der SPD-Fraktion. Ein Sackerl sind's auch schon los. Warum so harsch? Mein Rat an alle, lasst ab von diesem Tonfall. Wenn der Wähler von einem genug hat, dann sind es aggressive Wortgefechte ohne Inhalt. Und bleibt's bei der Wahrheit. Wie kann ich jemanden einerseits vorwerfen, er würde nicht informieren und dann eine Rahmenplanung verteufeln? Es ist doch schon Information zu sagen, in welches Land die Urlaubsreise geht, auch wenn er nicht weiß, in welche Stadt. Und bleibt's bei der Wahrheit. Wer wissen will, wie sehr die Kinder nicht mit dem Auto zu einer Schule gebracht werden, wenn es keine Parkplätze gibt, der soll sich vor die Haarer Schulen stellen. Bei jedem Schuljahresbeginn braucht man inzwischen die Polizei vor Ort. Aber nicht wegen der 1., 2. oder 5. Klasse oder G8, sondern wegen den A-, B-, C-Klassen der Eltern und den Q5- und X3-Panzern dieser Welt. Also bleibt's bei der Wahrheit. Ich kann nicht einerseits sagen, die Haarer SPD reagiert nicht bei der Infrastruktur, und mich andererseits aufregen, dass man bei den Grundschulen handelt. Und bleibt bei der Wahrheit. Man kann nicht sagen, dass man in Haar immer weiter verdichtet und keine Straßen baut und andererseits so tun, als sei die Nordtangente nur ein Ablenkungsmanöver, wenn man der Haarer CSU die Realschule nicht gönnt. Und hier schließt sich der Kreis. Wenn man nicht bei der Wahrheit bleibt, dann sind es halt Fake News. Aber wenn ich jetzt schon so schön in Rage bin, dann kriegen sie auch noch was ab, Frau Müller. Wer die Demokratie hochhält, der muss auch an den Wähler glauben. Lassen Sie sie nicht reizen. Rechtfertigungen sind Sie nur dem Wähler schuldig. Und wenn Ihnen der politische Gegner mal wieder Arroganz vorwirft, Niveau erscheint nur von unten wie Arroganz. Aber Frau Müller, in einer Geschichte muss ich jetzt quasi qua meines Amtes nochmal nachhaken. Dass man darüber streiten kann, ob man als Gemeinde einen Fahrdienst braucht. Okay. Ob man Verleihradl braucht. Ah, okay. Aber bei einem Swingerclub hört sich dann für einen Mönch der Spaß auf, gell? Ich habe vernommen, Sie gestalten einen ehemaligen Spielplatz zum neuen Haarer Sodom und Gomorra um. Es stünde quasi zu befürchten, dass die Sportgeräte für Erwachsene, die Sie am Wieselweg planen, für ganz andere Dinge missbraucht werden würden, wenn sie erst einmal stehen.
Ja gut, Sie haben recht, aufgrund der Altersstruktur im Jagdfeld sehe ich auch keine wirkliche Gefahr, außer Sie bestücken die Kaugummiautomaten mit diesen kleinen blauen Pillen. Aber jetzt nur ein ganz anderes Thema, Frau Müller. Wie geht's Ihnen denn jetzt so mit in der Zusammenarbeit mit Ihrem Vorgänger? Lässt er Sie machen oder kann er nicht so recht loslassen? Dass Sie verantwortlich sind, dass während eines Vortrags des Kollegen im HVHS-Bau dann die Heizung Probleme hatte und somit die Worte heiße Luft und der Vortrag vom Herrn Torschak in einem Satz zusammenkamen, da sind Sie nicht dran schuld, oder? Und liebe Gemeinde, eines habe ich gelernt, über den Herrn Sackerl spreche ich immer erst zum Schluss, weil dann die Chance am größten ist, dass er schon da ist. Aber heute anscheinend nicht. Und der Scherin hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich schon aus dem Gemeinderat abtrete, dann radikal. Und, liebe SPDH, ihr verliert ein Alleinstellungsmerkmal. Denn wer kann von sich behaupten, solche Sätze in die wohlgemerkt kommunalpolitische Runde geworfen zu haben? Ich zitiere, dass die ungeduldig Zornenden im Recht waren mit ihrem Pessimismus, dass so wie die praktische, also alltägliche Macht in den heutigen westlichen Demokratien verteilt ist, über die Jahrzehnte hinweg ein System ermöglichen wird, welches zu ungerechtfertigten und nicht nur korruptionsbedingten Vermögensverschiebungen führen wird und die Verstrickungen und Verschleierungen intransparent sind und vom einfachsten Fußvolk nicht mehr nachvollzogen werden können. Um wie viel kürzer sind eigentlich die Sitzungen geworden, seitdem der Sackerl nicht mehr da ist? Aber eines muss ich jetzt zum Schluss noch lobend erwähnen. Als ob ihr Angst hättet, dass ich zu wenig Themen finde, liefert ihr mit euren Plakaten jedes Mal aufs Neue eine schöne Vorlage. Für alle die, die in Haar ein wenig verwirrt waren, der Bruder Jobst stand schon drauf auf den Plakaten. Wie gesagt, ich bin der kleine gelbe Punkt. Und nein, die Plakate mit dem halbnackerten Mann, das war nicht ich. Und schließlich soll sich ein Mönch stetig in Gehorsamkeit, in Schweigsamkeit und Demut üben. Und damit komme ich ganz bescheiden zum Ende. Achtet auf eure Sprache, vertragt's euch, kämpft's miteinander gemeinsam gegen Alternativen, die keine sind. Und bleibt immer schön sachlich und überwiegend freundlich. In diesem Sinne, Prost, Gemeinde.